Schön, dass Sie sich für diesen pragmatischen und effizienten Ansatz der lösungsfokussierten Kurzzeittherapie interessieren. Deshalb mein herzliches Willkommen. Ich bin Christa Herold und bin seit 1998 Dozentin bei den Deutschen Paracelsus-Schulen und unterrichte im Regulärunterricht und vermittle diesen Ansatz nach Steve DeShazer und Insoo Kim Berg. In diesem Seminar lernen Sie, den Blick wegzulenken vom Problem hin zur Lösung, und zwar ziemlich radikal. Und die Bausteine bestehen unter anderem aus der Systemtheorie, nämlich verändert sich ein Teil, verändern sich die anderen Teile mit. Oder jene aus dem Konstruktivismus. Wir kreieren uns unsere Wirklichkeit selbst und meistens bekommen wir sie anschließend auch so. Und insbesondere die strategischen Fragestellungen und daraus insbesondere das Kernstück, die Wunderfrage. Wer kann nun diesen Ansatz gebrauchen und wo ist er gut einzusetzen? Nun, in der Beratung, in der Therapie, im Coaching, in der Supervision, in pädagogischen Bereichen, als auch in der Mediation oder aber auch im ganz privaten, persönlichen Bereich, denn Verbesserung der Kommunikation verbessert auch die Beziehungen. Worin unterscheidet sich nun dieser Ansatz von anderen? Der Blick wird weggelenkt vom Problem hin zur Lösung, und zwar in einer radikalen Art und Weise. Insbesondere dazu dient die Wunderfrage. Die Wunderfrage verhilft dem Patienten, in die Zukunft sich zu versetzen, und zwar die hoffnungsvoller und zufriedener ist. Und von daher werden dann die Bausteine und die Ressourcen abgefragt, die für Sie da gut funktionieren. Und diese werden dann genommen, um im Hier und Jetzt kleine praktische Schritte zu entwickeln, die in der Summe natürlich den Erfolg ausmachen und das Selbstbewusstsein heben und auch Erfolg zieht Erfolg nach sich. Ich habe diesen wunderbaren Ansatz von Steve DeShazer und Insoo Kim Berg, seiner Frau, selbst gelernt und einigen anderen, die diesen Ansatz erfolgreich anwenden. Insbesondere auch von den Praktikern, die zum Beispiel in der Suchtklinik arbeiten, in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, als auch in Organisationen. Herzlich lade ich Sie nun ein, Ihre Professionalität weiter zu verbessern durch das, was Sie lernen in diesem Seminar und somit auch Ihre Lebensqualität zu verbessern. Ich begleite und unterstütze Sie gerne in diesem Prozess. Und zum Schluss möchte ich Ihnen noch einen Satz von Insoo Kim Berg mit auf den Weg geben. Willkommen in der aufregenden Welt, etwas anderes in Ihrem Leben passieren zu lassen. Musik.